Hallo und willkommen zusammen. Heute testen wir den CNHL 1800 mAh in 6S. Ist natürlich ein bisschen größer. Sehr schön finde ich von CNHL gemacht, dass er hier in dieser Breite relativ gleich zum Kopter ist und nicht überdimensioniert, quadratisch oder sonst irgendwas in der Richtung. Dafür baut er hier natürlich auf der Höhe ein bisschen auf, ist auch ein bisschen länger als der 1500 mAh, den habe ich jetzt einmal vorbereitet, dass wir einen direkten Vergleich haben dazu. Also hier haben wir dann beide 120C, 1500 mAh und 1800. Und wie man hier sieht, ich versuche mal hier so zum Halten. Wie man sieht, ist er eigentlich nur ein Stückchen länger. So von der Breite her ist er relativ gleich. Ich finde es cool von CNHL, dass die Lipos hier nicht recht viel breiter sind, weil einfach dadurch diese Form vom Kopter nicht direkt beeinträchtigt wird, beziehungsweise wir hier keine Probleme mit den Propellern bekommen. Das ist dann schon mal relativ cool. Natürlich hat er hier ein bisschen Übermaß, aber reiht sich recht gut zur GoPro 11 Mini ein. Ich würde sagen, legen wir mal los, stecken wir das gute Stück mal an und machen mal einen Testflug damit. Die Aufnahme starten wir auch und dann lassen wir uns mal überraschen, was wir da zusammen bekommen. Frame ist wieder ein Quadmula F5 Siren bzw. Siren F5 Motoren Xing 1000. Moment, ich starte mal. Motoren sind Xing 23.0. Boah, ich hau's euch in die Beschreibung rein. Schlag mich tot. 23.06, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Propeller sind die S5. Aber so vom Flugverhalten her kann man echt nicht meckern. Bisschen Propwasch habe ich drauf aktuell. Kann aber auch an den S5 sehr mitliegen in der Richtung. Vom Druck her ist er echt stabil, kann man nichts sagen. Bricht hier nicht ein unter Vollgas. Das ist halt der Vorteil an den großen Milliampere. Da geht richtig was dann in der Richtung. So vom Gasverhalten her. Es ist natürlich auch irgendwie geil, mit diesem Gewicht ein bisschen zu spielen. Muss man sich natürlich erst dran gewöhnen. Aber das macht irgendwie Laune. Mal wieder ein bisschen einen schweren Kopter. So vom Flugverhalten her merkt man den Lipo eigentlich gar nicht so extrem. Ich habe mir das wirklich schlimmer vorgestellt. Klar ist er vom Gewicht her ein bisschen anders. Aber so fliegt er echt wie, ja, wie soll ich das erklären? Er liegt einfach stabiler in der Luft. Mit dem Moves jetzt, ja gut, den habe ich ein bisschen verkackt. Aber muss ich sagen, fliegt sich geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sich der große Akku hier einfach null aufs Flugverhalten auswirkt. Sind jetzt aktuell bei 800 mAh und Voltzahl, Gas geben wir nicht durch, bricht mal runter auf 22 Volt, aber das ist nur in Ordnung. Dann können wir schon ein bisschen Gummi geben. Aktuelle Zellenzahl 3,6. Und jetzt fängt er langsam an zum Schwächeln bei knapp 1200 mA. Aber ich sage mal, das ist eigentlich völlig normal in dieser Richtung. Es ist schon ungewohnt, eine 1 da, also 1000 mA vorne dran zu sehen, weil eigentlich lande ich da schon immer. Jetzt haben wir knapp 1300 mA raus. Der Lipo ist noch relativ neu. Ich will es ihn jetzt nicht ganz so dreckig geben. Von daher werde ich so bei 1500 rum werde ich zur Landung ansetzen. Und dann
passt die Geschichte auf jeden Fall. Aber kann man empfehlen, macht Spaß. Ja, jetzt kommt er schon der, jetzt hängt er mal rum zwischen 3,5 und 3,4 Volt, wenn ich Gas gebe. Braucht die Milliampere 1500. Long Range macht es bestimmt auch Spaß, sage ich mal. Ist zwar bei uns nicht erlaubt, aber wenn man mal im Urlaub wäre zum Beispiel. Jetzt fängt er mit Low Battery an bei 1600. Zellenspannung von 3,5. 21,4 Volt, kommen wir mal langsam rein, dass wir nicht gleich wegkühlen. 1800 hat er. Natürlich ging jetzt hier Extremfall ginge noch ein bisschen mehr, aber muss man jetzt nicht haben. So, verbrauchte Milliampere 1615. Würde ich sagen, das Ding hat sich gut geschlagen. Temperaturtechnisch gut warm. Haben wir schön Gummi gegeben. Jetzt können wir uns auch nochmal die Xing anschauen. 2306, 1755 kV sind es sogar. Mit Essex S5. Express alle S natürlich. Ja. Mein guter Testcopter und leider immer noch auf Caddx Vista. Ich weiß, ich wollte den schon die ganze Zeit umbauen auf Voxnell. Hat aber jetzt noch ein paar andere Projekte und wird dann in Kürze passieren. In diesem Sinne, wer hier auch mal was ausprobieren will, kann hier definitiv mal zu den 120C greifen. Druck haben sehr gut, ist ja klar, auch durch die großen Milliampere. Und gewichtstechnisch, also auf dem Copter, macht er hier nicht viel aus. Beziehungsweise es fliegt sich sogar ein bisschen schöner, muss ich sagen. Und das Hochkante, es wirkt sich eigentlich nicht so extrem aus, wie ich gedacht hätte. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, wieder unten in die unten Kommentare rein natürlich und ansonsten Happy Flying!